Wie ihr wisst, steht Juni ja in einem Offenstall und stand vielleicht auf dem Kronhof so regulär in der Box, aber sonst stand er nur zum Turnier mal in der Box. Glücklicherweise sonst verletzungsbedingt noch nicht. Toi, 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 toi. Hoffentlich bleibt das auch so. Dreimal auf Holz klopfen. Aber falls der Fall eintritt, habe ich mir schon mal so ein paar Notizen rausgesucht, was ich dann machen kann, um ihn ein bisschen zu beschäftigen. Ich stehe hier im Unterstand. Wir hatten nämlich hier schon einen Ernstfalko. Wir hatten hier nämlich schon mal ein Pferd, was hier drin stehen musste, verletzungsbedingt. Dann wurde da vorne zugemacht und hatte das Pferd hier den Unterstand sozusagen als Box. Wenn der Tierarzt jetzt Boxenruhe verordnet und das Pferd zum Beispiel dann dadurch stehen muss durch eine... Falco, du crasht das Video! Die neue Schlagzeile, 4,5-Jähriger crasht das Video. Also wenn der Tierarzt jetzt Boxenruhe verordnet, weil sich das Pferd am Bein verletzt hat oder so, dementsprechend sich nicht viel bewegen darf, kann es auch die Energie nicht abbauen, weil es sich selber auf dem Paddock nicht bewegen kann, weil ihr das Pferd nicht bewegen könnt, so wie es normal tun würdet. Dementsprechend müsst ihr das Pferd anders beschäftigen, weil es sonst irgendwann die überschüssige Energie natürlich auch rauslassen muss. Das kennt ihr bestimmt, wenn bei euch sich wegen irgendwas mit überschüssiger Energie sammelt, wollt ihr die auch irgendwann einfach loswerden. Und im Zweifelsfall passiert das dann halt nach der Boxenruhe und das Pferd ist dann erstmal on fire und... Oh, lass uns direkt loslegen. Da habe ich dann so ein paar Tipps für euch, wie ihr einfach so ein bisschen Energie abbauen könnt oder das Pferd auch kopflich beschäftigen könnt. Natürlich müsst ihr auch immer gucken, was kann das Pferd machen? Was darf ich vor allem machen? Darf es überhaupt bewegt werden oder soll es sogar bewegt werden? Was natürlich ganz wichtig ist, dass das Pferd, wenn es in der Box steht, wenn jetzt zum Beispiel so wie hier, normalerweise haben die ja ihre Pumpe und ihre Heuraufen. Wenn Juni jetzt aber hier stehen müsste, hat er ja gar nichts. Dann muss ich immer sicherstellen, dass er genug Heu und genug Wasser hat und am besten auch noch einen Salzdeckstein und dass die anderen Pferde auch über den Salzdeckstein noch verfügen können. Da hängt jetzt gerade ein Salzdeckstein, müsste man für die anderen Pferde irgendwie noch außen ein anbringen oder so. Da müsst ihr halt darauf achten, dass die Versorgung des Pferdes gesichert ist. Dann solltet ihr in der Zeit am besten kein Kraftfutter geben, denn dann staut sich die Energie nur an. Aber was machen wir jetzt, wenn sich das Pferd nicht bewegen darf? Dann könnt ihr zum Beispiel, wenn es jetzt eher Sommer ist, dem Pferd in einen Eimer Wasser so Äpfel reinlegen und dann muss es versuchen, mit der Schnauze halt oder mit dem Maul die Äpfel aus diesem Wassereimer rauszuheben. Das ist einfach so ein bisschen Beschäftigung. Oder an den Strohseil, das könnt ihr hier irgendwo dranhängen, ihr werdet bestimmt eine Möglichkeit finden, das irgendwo dran zu hängen. Möhren oder auch Äpfel binden und dass das dann so ein bisschen baumelt und das Pferd muss versuchen, halt das Futter dann davon abzubekommen. Das ist einfach so ein bisschen kopfliche Beschäftigung. Das könnt ihr machen. Dann gibt es natürlich etliche Spielzeuge für Pferde. Schon wieder crasht ein 4,5-Jähriger das Video. Falco, benimm dich. Da kann man dann zum Beispiel nach so einem Ball gucken, wo man Heu reinmachen kann, dass das Pferd diesen Ball ein bisschen rumschieben muss, um das Heu rauszubekommen. Oder einfach Sachen, wo es dran knabbern kann, dass es sich wieder kopflich einfach so ein bisschen beschäftigt und sich nicht dauerhaft langweilt. Was auch sehr gut ist, ihr könnt das Pferd dann mal ausgiebig putzen. Richtig schön sauber putzen. Oder vielleicht auch mal eine Massage machen. Dann könnt ihr dem Pferd natürlich auch in der Zeit eine Massagebürste gönnen und das einmal so richtig komplett durchmassieren. Da steckt dann zudem auch die Bindung, aber es ist natürlich auch dann eine Abwechslung für das Pferd. Juni ist jetzt gerade gekommen. Dann könnt ihr natürlich das Pferd so viel kuscheln, wie ihr wollt, solange es das Pferd natürlich auch möchte. Ja. Oder was ihr auch machen könnt, ist Tricks beibringen oder es versuchen. Zum Beispiel, wenn es jetzt nicht laufen darf, weil wir gehen jetzt mal davon aus, er hat eine Beinverletzung. Dann kann ich ihm zum Beispiel beibringen, Ja zu sagen oder Nein zu sagen, Flehen, alles Mögliche. Es gibt unendlich viele, okay, vielleicht nicht unendlich, aber es gibt extrem viele Übungen, die einfach nur, wo er einfach nur seinen Kopf oder seinen Hals bewegen muss. Und das kann man dann ihm beibringen, dann wird es nicht langweilig und nebenbei steckt ihr die Bindung noch und könnt vielleicht, wenn ihr irgendwann, weiß ich nicht, mal eine Aufführung habt mit dem Pferd,
da die tollen Tricks zeigen. Natürlich müsst ihr die dann auch immer weiter üben, weil sonst, da leckt mein Pony am Seitenstein doch nicht mehr, weil sonst verschwindet das natürlich auch wieder, dass wir bei euch mit Vokabeln lernen. Aber das ist ja dann auch alles eine Übungssache. Oder ihr könnt dem Pferd die Kamera zeigen. Und es am besten nicht reinbeißen lassen. Wenn ihr das Pferd bewegen dürft, ist zum Beispiel Schritt longieren, solange es auf großen Kreisen ist, weil das meistens am besten ist und weil der Tierarzt das meistens auch sagt. Er sagt euch das aber auch, was ihr machen dürft. Aber wenn ihr Schritt gehen dürft auf großen Linien, dann könnt ihr auch Schritt longe machen. Abwechselnd mit Führen und was euch halt so zu Schritt alles einfällt, solange es das ist, was der Tierarzt gesagt hat und dass ihr das auch dann macht. So, Juni, du darfst jetzt aber ein bisschen schneller gehen im Schritt, weil du hast keine Stehzeit, wo du nur ein bisschen Schritt gehen darfst und in deinem Tempo. Eine Sache gibt es nämlich auch noch. Es gibt so Klötze, also so runde, verschiedenste Baumarten. Keine Sorge, das darf das Pferd alles fressen. Da sind dann so verschiedene Sachen dran geklebt. Das könnt ihr dann aussuchen, was da dran ist. Blütenblätter, welche das Pferd fressen darf und so. Das hält, meine ich, 6 Tage mindestens. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wünsche mich nicht, wenn es nicht stimmt. Ich müsste nachgucken oder genauer nachgucken. Sowas könnt ihr dem Pferd dann natürlich auch in die Box dann entsprechend hängen. Zum Glück hat die Juni auch noch nie Boxenruhe. Ich drücke die Daumen, dass es in nächster Zeit auch nicht so sein wird oder generell nie so sein wird. Denn für mich in nächster Zeit ist etwas mehr geplant mit ihm. Also reiterlich bedingt. Und es wäre halt doof, wenn er dann ausfällt. Ich drücke euch auch euch die Daumen, dass euer Pferd, sofern ihr eins habt, oder eure Reitbeteiligung, nie irgendwie Boxenruhe haben muss. Oder generell eine Verletzung, eine schlimmere Verletzung hat. Wenn jetzt ein paar Bisswunden wie Juni jetzt hat, ist nicht schlimm. Er hat zwar jetzt eine am Rücken, dann kann ich ihn einen Tag nicht reiten oder so, ist nicht schlimm. Kann longieren. Aber zusammengefasst können wir sagen, beschäftigt euer Pferd gut genug. Geht am besten, wenn es geht, 2 bis 3 Mal am Tag hin. Ich würde zum Beispiel morgens einmal hier, denn dann könnte ich mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Der Stall liegt effektiv auf dem halben Weg. Dann mittags nach der Schule einmal, um zu gucken, ob alles okay ist. Hat er noch Heu? Geht es ihm vielleicht etwas schlechter? Und ich muss irgendwie ihm helfen oder so. Und dann abends nochmal, sofern er bewegt werden darf, dann um ihn ein bisschen zu bewegen oder zu beschäftigen. Und natürlich nach Heu und Wasser zu gucken, das ist ganz wichtig. Zum Beispiel die Äpfel könnt ihr auch im Sommer einfach als Abkühlung machen. Ich habe den Pferden bei 40 Grad noch mal eine extra Tränke sozusagen gegeben. Das könnt ihr hier oben im Video sehen. Und Juni braucht schon mal spontan den Tierarzt. Das könnt ihr hier unten im Video sehen. Juni und ich würden uns über einen Daumen, ein Abo und eine aktivierte Glocke freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Juni, was hast du hier? Warum ist das dicker? Und bist du schon dicker, Knobel? Ich gehe jetzt.